Bonjour aus Paris. Wir treffen hier gleich den Drehbuchautor und Regisseur Klaus Drechsel. Er hat schon mit einem seiner Dokumentarfilme den Wettbewerb bei den französischen Filmtagen gewonnen. Und wir treffen ihn heute bei seinem neuen Hobby. Ich komme ursprünglich aus Bayern, bin aber schon mit, als ich 3 Jahre alt war, nach Frankreich gezogen mit meinen Eltern. Bin, als ich 23 Jahre alt war, das heißt jetzt vor 30 Jahren, nach Paris gezogen, um Regie zu studieren. Au cœur du bois, der jetzt in Tübingen gezeigt wird, ist mein 5. langer Film. Seine Leidenschaft fürs Film entdeckte er beim Dreh eines Abschlussfilms für sein Studium. Durch die Begegnung mit Obdachlosen auf den Straßen von Paris hatte er die Idee zu seinem preisgekrönten Film Au bord du monde. Und es hat mir so gut gefallen, eben so Dokumentarfilme zu drehen, dass ich eben jetzt beides machen möchte. Die Zeit mit den Obdachlosen hat ihn auch menschlich verändert. Deswegen kann ich mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen, einen Film zu machen, der nicht irgendwas über meine Weltanschauung sagt. Und die Menschen, okay, die sind halt, die einen sind obdachlos, okay, das sind aber Menschen, die obdachlos sind. Aber als erstes sind das Menschen. Und bei den Prostituierten ist das auch so. Und deswegen war es auch unser Ziel mit diesem Film, einfach den Kinobesucher zu zeigen, dass das ganz tolle Menschen sein können. Und das ist halt die Idee so. Die Begegnung mit Menschen ist etwas, das den Dokumentarfilmer auch persönlich bereichert. Ich glaube, was mir am besten, also vor allem beim Dokumentarfilm machen, ist Menschen zu treffen, die ganz anders sind als ich. Man kann, ich glaube, von jedem Menschen auf dieser Erde kann man etwas lernen. Und das ist, was mir gefällt, Menschen treffen. Und wenn der Film fertig ist, dann ist das Schönste für mich, wenn ein Zuschauer mir nach dem Film sagt, ach, ich werde jetzt nie mehr die Obdachlosen oder die Prostituierten so betrachten. Ich werde jetzt immer die als Mensch sehen und nicht mehr als einfach als Obdachloser oder Prostituierter. Und das ist natürlich sehr schön, wenn das klappt. Und wie er es schafft, das zu vermitteln, können die Zuschauer jetzt selbst im Kino sehen.